Liebelein, es ist Freitag. Ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz tollen Freitag. Bei ganz vielen oder in ganz vielen Ecken ist jetzt hier oben im Norden der Ferienbeginn gestartet oder hat der Ferienbeginn gestartet und ich wünsche euch ganz, ganz tolle Sommerferien. Ich habe kein großes Thema heute. Ich habe aber in dem kleinen Lädchen heute was gekauft, von dem ich euch erzählt habe, das jetzt hier zumachen wird. Das wollte ich euch noch kurz zeigen, bevor ich es dann austrage. Ich mag nämlich diese kleinen alten Papiertütchen noch so gerne. Kennt ihr das noch so von früher? Da wurden auch früher die Weingummis drin verkauft und dann schmeckten die immer so nach Papier. Ich habe mir noch zweimal das Zitronenöl nachgekauft, weil das wirklich ganz, ganz toll duftet und das kostet sonst 2 Euro, habe ich jetzt natürlich dann für 1 Euro bekommen, waren die letzten beiden aus der Firma oder von der Firma Pajoma. Ich habe schon viele andere Sachen probiert, aber naja. Habt ihr eine Ahnung, was ich als Potpourri verwenden kann? Irgendwas, was ich zu Hause habe? Also nur so ein Wattebäuschen, das reicht nicht. Diese anderen Potpourris haben immer so einen blöden Eigengeruch und das gefällt mir nicht. Und die ganze Zeit eine Duftlampe Lampe anhaben möchte ich auch nicht. Und deswegen, habt ihr irgendwie eine Idee, womit ich das machen kann? Also ich habe noch von Fab40Style einen ganz tollen Trick gesehen auf YouTube. Wenn ihr möchtet, ich muss mir das mal aufschreiben. Ich erzähle mal, ich verlinke euch das und dann vergesse ich das immer. Fab40Style, so, einmal aufgeschrieben. Fab40. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Tipp jetzt für die heißen Tage mit Wasserverdunstung und tollem Geruch und so weiter. Wie gesagt, ich werde euch das verlinken in der Infobox. Und von euch wüsste ich gerne, ob ihr eine Ahnung habt, was ich, wie gesagt, so als improvisiertes Potpourri benutzen kann, damit ich diesen schönen Zitronenduft auch hier in der Wohnung jetzt habe. So. Dann habe ich mir noch zweimal Schmuck gekauft, der auch reduziert ist. Ich hatte mich nicht getraut zu fragen, aber Tatsache. Und zwar, die Firma heißt Trendy for Fashion. Das sind so kleine Bällchen mit Strasssteinchen drauf. Und da ich so eine kleine Kugel habe, die rundum besetzt ist mit so Strasssteinchen, habe ich gedacht, das passt da vielleicht ganz gut zu. Jetzt kann ich es hier reinmachen, weil ich habe im Moment keine drin. Nicht kaputt machen. Das ist ganz schwierig. So, und ich hoffe mal, dass die Steinchen nicht so schnell abgehen. Die haben 3,95 gekostet, Hälfte 2 Euro. Ich denke mal, da kann man jetzt nicht so furchtbar viel falsch machen. Ich will eigentlich im Moment nicht so viel Geld ausgeben, weil hier bald wieder Flohmärkte sind. Aber, komm, ganz ehrlich, bei so einem Angebot, da würdet ihr doch auch noch so ein oder zweimal hingehen. Also vor haben sie das bis zum 15. August, aber so wie die momentan die Leute die Sachen da raustragen und schleppen, weiß ich auch nicht. Also ich denke, da ist der Laden bald leer. Die haben auch schöne Sachen. Die haben halt so Geschenkartikel und kleine Büchlein und das Buch der Hypochonder und sowas. Also ich werde mich demnächst dann nochmal... So, das sind die Ohrringe. Ich werde mich da demnächst wohl nochmal einbuddeln. Und ich quatsche mal so gerne mit den Mädeln da vorne, mit der Tine. Und deswegen komme ich immer nicht dazu, mir irgendwas anzugucken. Dann ist scheinbar so viel Zeit vergangen, bis ich da mal was zum Gucken finde. Ja. Hier seht ihr übrigens heute dieses kleine Engelchen. Das hatte ich als Handyanhänger. Der ist mir heute Morgen kaputt gegangen. Da ist die Öse rausgerutscht. Ich habe sie erstmal noch dran gelassen, weil ich nicht weiß, ob ich das vielleicht wieder repariert bekomme. Aber das ist ja hier so ein schwebender Stein. Kennt ihr das noch? War eine Zeit lang total modern. Vor ungefähr 15 Jahren, 16 Jahren. Und den schwebenden Stein an sich habe ich auch noch, diesen urschwebenden Stein. Aber viele wurden ja dann kopiert und deswegen habe ich hier so ein Strasssteinchen. Da habe ich es erstmal einfach dran gehängt. Finde ich auch ganz niedlich. Hätte ich eigentlich Perlenohrringe zu tragen müssen, aber die habe ich heute nicht so schnell gefunden. Und das ist der Schneeflocken-Obsidian, den ich beim letzten Mal auf dem Flohmarkt gekauft habe. Könnt ihr sehen. Hoffe ich. Ist wirklich ganz, ganz toll. Hat auch besondere Eigenschaften, die ich jetzt aber aus dem Kopf wieder mal nicht weiß. Ist aber auf jeden Fall, ich glaube, Jäger sollen die tragen, damit sie nett sind zu Tieren. Irgendwie sowas. So, und ein Kettchen habe ich mir noch gekauft. Fand ich niedlich irgendwie. Vielleicht ist es albern, weiß ich nicht. Aber ich fand erstmal die Struktur der Kette total schön. Sagte Tine nämlich auch noch. Sagte sie, guck mal, selbst die Kette ist ganz hübsch.
Und das ist jetzt, ja, Shishi praktisch. Ich habe da gerade was gesehen, jemand weiß Bescheid und weil ich da jetzt so hinterher war, habe ich gedacht, das muss erstmal reichen. Ja, seien die Regeln in Hieroglyphen, aber naja, in Rätseln. Was soll's? Also das Kettchen habe ich auch erstmal von 6,95 auf die Hälfte, dann 3,50. So. Ist irgendwie niedlich, sieht aus wie eine kleine Ballerina, hat aber Engelsflügelchen und da sind dann nochmal die Strasssteine drauf. Ja, dann habe ich euch zeigen wollen, ich habe euch ja erzählt, dass ich diesen blauen P2-Nagellack eigentlich so schon ganz toll fand, aber dann an jedem, ich wollte das mal in Kombination mit irgendwas anderem tragen und auf sechs verschiedenen, ich habe sechs verschiedene Crackling-Lacke und zwei davon gefielen mir eigentlich recht gut in der Kombination, die wollte ich euch noch zeigen. Da hatte ich einmal aus einer LI so einen Rosé-fliederfarbenen und einmal hier den Zauberer von Oz. Den Gold-Crackling-Lack und das sieht beides, wie ich finde, ganz, ganz toll aus. So. Ich vermute mal, ich brauche euch die gar nicht mehr raussuchen, weil es wie gesagt LEs waren. Also auch da muss ich jetzt erstmal nicht gucken, glaube ich, was es gewesen sein könnte, weil es den sowieso nicht mehr gibt. Aber falls ihr irgendwie noch sowas finden solltet oder sowas, sieht toll aus mit diesem Blau zusammen. Ist eine super Kombination. Dann wollte ich euch noch erzählen, was ich heute drauf hatte, weil ich heute so gar keine, ich habe in der letzten Zeit so viel Farbe benutzt, dass ich so gar keine Lust hatte heute auf Schminken. Habe heute nochmal durchgehalten, den zweiten Tag jetzt schon keinen Selbstbräuner, weil ich ja diesem Fauxpas des Fleckigseins nicht mal nochmal erliegen wollte, aber meistens halte ich das nicht lange durch. Heute aber habe ich es noch durchgehalten. Und ich habe heute nur benutzt von L'Oréal Studio Secrets. Das universelle Make-up mit selbstanpassenden Pigmenten für den mittleren Hauttyp mit Lichtschutzfaktor 12. Und ich habe mich gefragt, warum ich mir den gekauft habe. Ich wollte unbedingt was von L'Oréal Studio Secrets haben, aber ich bin ja eigentlich so glücklich mit meiner Garnier. Warum kaufe ich mir immer was anderes, wenn ich doch eigentlich mit meiner Garnier BB Cream Matt-Effekt so super zufrieden bin? Und ich glaube, ich bin drauf gekommen. Ganz ehrlich. Na, Moment. Da bin ich typisch Spielkind. Ich will das vorher so auftragen und dann will ich zugucken, wie die Kügelchen zerplatzen und dann möchte ich sehen, wie sich das plötzlich meinem Hautton anpasst. Das macht Spaß. Ist das nicht albern? Ich finde das herrlich albern. Naja. Also es hat wirklich auch ein schönes, mattes Ergebnis gegeben und es sieht sehr natürlich aus, muss man halt sagen, ne? Keine Riesendeckkraft, aber ein bisschen. Je nachdem, wie oft man es drauf macht. Nun habe ich das ja auch schon, jetzt ist es gerade 20 vor 3. Ich habe das jetzt seit 10 Uhr drauf. Da muss es natürlich nicht mehr. Na, eigentlich, ich habe es auch nicht abgepudert. Ich habe nur das Zeug drauf gemacht. Dann habe ich drauf heute ausschließlich diese Mascara. Und zwar ist das die, die ich beim letzten Mal gekauft habe. Die Maximum Eyes Mascara von Rival de Loop. Die um die 3,89 kostete. Die mit dem Mega-Bürstchen. Und an dem Tag, an dem ich die 20 € Make-up-Challenge gemacht habe und euch die vorgestellt habe, da hatte ich an dem Tag vorher das Wimpernserum drauf gehabt, was man ja eigentlich jeden Abend drauf machen soll. Ich habe festgestellt, dass ich also ich habe es einen Tag später dann vergessen drauf zu machen. So, und an dem Tag später hatte ich den drauf gemacht und ich war echt angetan von dem Ergebnis und habe gedacht, der ist ja wirklich wie die Isle of Extreme. Das ist praktisch für die Leute, die jetzt die Isle of Extreme vielleicht nicht finden oder gerade ausverkauft ist oder so, die können auf das hier ausweichen. Ist halt 1,20 € oder so teurer. Aber wenn man gerade in dem Moment eine haben möchte, hat man da einen vergleichbaren Effekt. Ist praktisch das teurere Dupe zu dem Isle of Extreme, kann man sagen. Bin ganz angetan davon, wie gesagt. Jetzt eben gerade habe ich festgestellt, da habe ich telefoniert mit mal von meiner Freundin. Und da habe ich angefangen zu krümeln. Also man kann sie hervorragend abkrümeln und das ist so eine Krankheit von mir, dass ich die gerne abkrümel. Und ja, da musste ich jetzt eben nochmal hinterhergehen. Aber das Auge ist sowieso immer nicht so wumm. Das ist ein bisschen besser. Und ja, habe ich zwar sehr lange heute dran rumgemalt, aber ist ja auch mal in Ordnung. Jetzt geht's Telefon, bis gleich. Und dann bin ich wieder. So, und dazu habe ich dann heute nur mit dem Lip Liner, also einem im Hauptton, den von Alverde. Von der lieben Moldavit in Traumwolke drauf gemacht.
total schönes, natürliches Ergebnis, wie ich finde. So, und war damit ganz happy. Das war heute alles. Nein, ich habe noch von, das habe ich jetzt nicht hier mit hingelegt, ich habe noch ein bisschen von dem Catrice drauf gemacht, das was von dem großen Catrice Bronzer aus der letzten, aus der derzeitigen LE, wo ich mich drüber beschwert hatte, weil die Farbabgabe so schlecht ist, und das haben mir auch viele bestätigt, und Catrice hat sich dann nochmal gemeldet und wollte, dass ich das einschicke. Da hatte ich aber jetzt keinen Bock drauf, und jetzt wusel ich da mal so lange drin rum, bis ich irgendeine Farbe abkriege. Habe ich ein bisschen drauf gemacht, habe es aber dann schon wieder korrigiert, weil mir das dann doch wieder irgendwie zu viel war, und habe hier oben dann wieder das Make-up drauf gemacht. So. Hatte also, wie gesagt, heute wohl keinen Bock, mich zu schminken. Das ist auch selten. Aber wahrscheinlich hatte ich jetzt so viel Farbe in der letzten Zeit, dass ich einfach ein bisschen übersättigt war. Ja, mehr habe ich dann eigentlich gar nicht. Ich gucke gerade hier mal so drüber, aber nö, mehr habe ich nicht zu erzählen. Also einfach nur ein kleiner Freitagsgruß von mir praktisch. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Hier ist im Moment das Wetter gut. Heute Morgen hat es noch geregnet. Es ist auch nicht ganz so furchtbar heiß. Ich sehe Wattewölkchen, blauen Himmel. Es knallt aber nicht so, da ist es noch grau. Wir haben an diesem Wochenende das Avantgarde Festival. Das heißt, das ist sozusagen Wacken für Künstler. Also da wird echt experimentelle Musik in der Musikrichtung Avantgarde gespielt, geklöppelt, mit Waschbetonmischern und Steinen rein, zu gesungen und sowas alles, also experimentell halt. Meine Freundin wohnt direkt Garten an Garten mit den Festivalmachern. Und wir haben zum Glück ein paar Häuser dazwischen, und ich bin mal gespannt. Also normalerweise heißt es ja immer, wenn es irgendwo laut ist und eine Fete ist, die Not zu einer Tugend machen und mitfeiern. Aber ich glaube, ja, das Harte an der Geschichte ist auch, das Besondere an dem Festival ist, das fängt jetzt gleich um 5 Uhr an und dann geht es bis Sonntagabend durch, Tag und Nacht. Und ich kann mich daran erinnern, im letzten Jahr waren wir ja frisch hier hingezogen, und da hat es dann nachts, Samstagnachts danach geklungen, als ob die da vor Ort ein Auto zu Schrott zersägen, mit Flex und allem drum und dran. Und das ist dann natürlich sehr speziell. So, experimentell und speziell. Das sind, glaube ich, dieses Wochenende meine schönsten Worte. Was habe ich eben noch gehört? Du Pillerarsch. Pillerarsch finde ich auch gut, merke ich mir jetzt unter krawallmaus.de für die Hundefreunde unter euch. Das ist eine ganz, ganz tolle Seite. Der Michael Doudelier heißt der, glaube ich, der hat 2 Hunde und darüber berichtet er immer auch in einem Blog, und das findet ihr halt unter krawallmaus.de, und der hat jetzt das dritte Buch inzwischen geschrieben, und er hat dann Auszug eben auf Facebook hochgeladen, und da kam dann drin vor, du Pillerarsch, und das finde ich geil. Ja, Bücher hätte ich gerne, aber da ich mein ganzes Make-up hier raushaue für, da ich meine ganze Kohle für Make-up raushaue, habe ich kein Geld für Bücher. Also wer Herrchenjahre zu Hause hat oder die anderen Bücher von ihm, sagt mir bitte Bescheid. So, das war's dann erstmal. Ja, nichts Weltbewegendes heute, einfach nur ein schöner Gruß, und ich freue mich über Kommentare und würde mich freuen, wenn ich euch trotzdem ein bisschen mitreißen konnte. Ihr Liebelein, ich wünsche euch was. Tschüss!